Manuela Wiesbeck, die vielen als Frauke Prinz aus der ZDF-Krimiserie Notruf Hafenkante bekannt ist, wird im kommenden November in die Wohngemeinschaft von Promi Big Brother ziehen, eine Ankündigung, die wohl die wenigsten erwartet hatten. Die 40-jährige Schauspielerin teilte die aufregenden Neuigkeiten mit ihren Fans auf Instagram und erntete sofort die Aufmerksamkeit ihrer rund 23.600 Follower. Meine Lieben, es ist soweit. Endlich darf ich es euch sagen. Ich bin dieses Jahr dabei, verkündete sie voller Freude. Mit der Bitte um Unterstützung appellierte Wiesbeck an ihre Fans: Ich brauche euch und hoffe, ihr guckt zu. Ich freue mich wahnsinnig. Schon ab dem 18. November wird sie unter 24-stündiger Kamerabeobachtung im Livestream auf JohnPlusPlus zu sehen sein, bevor Promi Big Brother am 20. November um 20.15 Uhr live auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Das Reality-Format stellt für die erfahrene Schauspielerin eine Premiere dar, und obwohl sie auf einem Bauernhof arbeitet, zeigte sie sich unerschrocken angesichts der bevorstehenden Herausforderungen. Ich kenne Luxus nicht und lebe auch zu Hause nicht im Luxus. Wir leben eher einfach, offenbarte die 40-Jährige gegenüber Sat.1. Damit scheinen ihre Lebensumstände eine robuste Grundlage für das Abenteuer Promi Big Brother zu bieten. Neben Manuela Wiesbeck wurden bereits weitere prominente Teilnehmer bestätigt, darunter die Influencerin Jelis Kotz, Reality-Star Peter Klein, der Bachelor Dominik Stuckmann, Patricia Blanco, Delara Kose, der Zauberer Philo, Paulina Lebas, Matthias Mangiapane und der Influencer Ron Bielecki. Die Moderation des Formats übernehmen Marlene Lufen und Jochen Schropp, wobei es für letzteren bereits die 10. Staffel ist, die er präsentieren wird. Zusätzlich leiten Melissa Kalay und Jochen Bendel die Moderation der begleitenden Promi Big Brother, Die Late Night Show. Damit verspricht die kommende Staffel eine bunte Mischung aus Persönlichkeiten und Unterhaltung. Eine spannende Reise, die Manuela Wiesbeck und ihre Mitbewohner in der Promi Big Brother WG erwartet.